Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, es fällt mir jetzt gerade ein bisschen schwer, tatsächlich zur Sachlichkeit auch hier zurückzukehren, denn ich frage mich schon, wie groß muss die Panik in dieser Koalition sein, wenn es einen derart wütenden und unsachlichen Auftritt des CDU-Fraktionsvorsitzenden hervorruft. Und Herr Kollege Löttgen, halten Sie das, was Sie hier gerade vorgetragen haben, halten Sie das ernsthaft für die richtige Botschaft in dieser Situation an die Menschen in diesem Land? Ist das Ihre Antwort auf die schwierigen Herausforderungen, vor denen die Menschen in diesem Land gerade stehen? Denn wir schauen in diesen Tagen auf ein Jahr zurück, das uns alle herausgefordert und verändert hat. Und nun zum Jahresende noch einmal in ganz besonderem Maße. Die Lage ist weiterhin dramatisch. Fast täglich müssen wir von neuen Höchstwerten lesen, von höchsten Zahlen an Neuinfektionen, aber auch Höchststände bei Todesopfern dieser Pandemie. Und seit Wochen und Monaten arbeitet unser Gesundheitssystem am Anschlag. Und da sind die physischen Belastungen, aber da sind eben auch die psychischen Belastungen, die Spuren hinterlassen im täglichen Ringen um Menschenleben. Und diese Pandemie fordert uns allen viel ab, auch wenn die Krise nicht alle gleich trifft. Insbesondere Kontaktbeschränkungen. Und man möchte fast sagen, an dieser Stelle würde man sich vielleicht die eine oder andere Kontaktbeschränkung auch hier im Hause wünschen. Die Kontaktbeschränkungen treffen viele Menschen hart. Diese Krise, und das müssen wir uns auch vor Augen führen, diese Krise ist auch eine Krise der Einsamkeit. Und der notwendige Verzicht auf körperliche Nähe darf nicht zu einer sozialen Distanz führen. Physical Distancing darf nicht Social Distancing bedeuten. Und sich jetzt wieder ins Private zurückzuziehen, birgt auch Risiken und Gefahren. Für Menschen mit psychischen Erkrankungen beispielsweise, aber auch für diejenigen, für die das eigene Zuhause kein sicherer Ort ist und für die Weihnachten nicht die schönste Zeit des Jahres ist. Und gerade jetzt ist es wichtig, die Einrichtungen des Gewalt- und des Kinderschutzes in der kompletten Zeit des Shutdowns offen zu halten, die Erreichbarkeit sicherzustellen und auch dort, wo zusätzliche Kapazitäten und zusätzliche Angebote nötig werden sollten, muss diese Landesregierung kurzfristig auch Mittel zur Verfügung stellen. Schutzräume für Kinder und Jugendliche müssen unter Wahrung des Infektionsschutzes ermöglicht werden. Und es ist wichtig, dass wir, wie wir das auch im Frühjahr bereits hatten, Notfallnummern und Hilfsangebote auch wieder dort aushängen und darüber informieren, wo Menschen jetzt noch jenseits der eigenen vier Wände aufhalten können. Und natürlich, Kontaktbeschränkungen sind auch über die Weihnachtsfeiertage notwendig und sie sind richtig. Aber sie müssen auch an die Lebensrealität der Menschen angepasst sein. Kontakte zu Weihnachten auf den engsten Familienkreis und Verwandte in gerader Linie zu beschränken, tun dies aber nicht. Und ich bitte Sie, Herr Ministerpräsident, überdenken Sie das noch mal bei der Umsetzung und setzen Sie bei der Umsetzung der Kontaktbeschränkungen nicht auf eine Definition von Verwandtschaftsgraden. Niemand soll Weihnachten nicht im Kreise seiner Familie verbringen können. Aber die engsten und die wichtigsten Menschen sind nicht unbedingt die Menschen, mit denen man auch tatsächlich in gerader Linie verwandt ist. Ich bitte Sie, das noch einmal zu überdenken. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist gut und richtig, dass nun nicht länger gezögert wurde und die Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin sich auch endlich zu diesem konsequenten Schritt durchringen konnte. Und wir unterstützen diesen konsequenten Schritt. Das ist gerade jetzt eine besondere Zumutung. Das ist aber nicht nur sozial eine besondere Zumutung, sondern es ist auch wirtschaftlich eine besondere Zumutung, weil für Gastronomie, Hotellerie, Einzelhandel, Kulturschaffende und Schaustellerinnen und Schausteller das Jahresende eigentlich Hochkonjunktur bedeutet. Der Ausfall des Weihnachtsgeschäfts ist für viele existenzbedrohend, gerade auch nach vielen Monaten der Unsicherheit und teils drastischer Einnahmeverluste. Es braucht jetzt also schnell Klarheit über Hilfen und vor allem müssen die Hilfen jetzt auch ankommen. Novemberhilfen, die im Januar ausgezahlt werden und Dezemberhilfen, die bis weit ins nächste Jahr auf sich warten lassen, können sich viele Unternehmen, können sich Gastronomen und Einzelhändlerinnen und Einzelhändler nicht leisten. Denn nach dem Shutdown, und das muss auch klar sein, nach dem Shutdown darf nicht die Pleitewelle kommen. Unsere Innenstädte dürfen nicht der Pandemie zum Opfer fallen. Jetzt reden wir immer alle darüber, wie wichtig uns die Innenstädte sind. Ja, diese Innenstädte sind vor allem auch Orte der Begegnung. Und diese Orte werden wir brauchen, wenn wir irgendwann durch diese Pandemie gekommen sein werden. Aber noch dringender als Nothilfen brauchen Unternehmen, Kulturschaffende und Gastronomen Perspektiven.
Wir müssen jetzt endlich mal aufhören, im öffentlichen Krisenmanagement im Zwei-Wochen-Rhythmus uns von MPK zu MPK zu handeln. Und deshalb brauchen wir einen Stufenplan, der nachvollziehbar und einheitlich aufzeigt, was, wann und unter welchen Bedingungen möglich ist. Wirtschaft und Kultur brauchen das, aber auch Freizeit und Sport brauchen einen verlässlichen Rahmen, der sich an Inzidenzen orientiert und je nach Infektionsgeschehen bestimmte Aktivitäten ermöglicht, aber auch Einschränkungen bei hohen Inzidenzwerten vorsieht. Und nach fast 10 Monaten in der Pandemie brauchen wir längerfristige Perspektiven für ein Leben mit der Pandemie. Trotzdem hat diese Landesregierung, gerade was die vorausschauende Politik angeht, und ich weiß, Herr Löttger, diese Kritik hören Sie nicht gerne, aber diese Landesregierung hat gerade was das vorausschauende im Krisenmanagement angeht, allzu oft jede Perspektive vermissen lassen. Und Herr Löttgen, das will ich Ihnen auch sagen, konstruktive Kritik der Opposition als Profilierungssucht zu diffamieren, sagt eigentlich alles über den Zustand dieser Regierungskoalition aus. Lage angepasst und verantwortlich für dieses Land, Herr Löttgen, das geht anders. Und natürlich werden wir auch weiterhin auf die Handlungsbedarfe hinweisen. Davon werden wir uns auch von Ihnen nicht abbringen lassen, auch wenn Sie das nicht hören mögen. Aber Sie müssen das jetzt noch einmal hören, insbesondere bei der Frage von Bildung und Betreuung. Gefällt sich in diesem Fall vor allem der FDP-Teil der Landesregierung ja in Ankündigungen und Garantien. Und was eine Bildungs- und Betreuungsgarantie aller FDP in der Praxis bedeuten, das dürfen Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, das dürfen aber auch Träger, Erzieherinnen und Erzieher und Eltern derzeit einmal mehr erleben. Und ja, wir sind uns natürlich einig, dass das Offenhalten von Bildungseinrichtungen so lange wie möglich Priorität hat, dass wir vor allem den Kontakt zu Kindern und Jugendlichen im Sinne des Kinderschutzes nicht verlieren dürfen. Dieser Kontakt darf nicht abreißen. Und wir sind uns auch einig, dass für viele Kinder und Jugendliche ein außerhäusliches Lern- und Entwicklungsumfeld richtig ist. Ja, darüber sind wir uns im Grundsatz einig. Aber seit Wochen betteln Schulen und Kommunen ja nachgerade, man möge ihnen wenigstens keine Steine in den Weg legen, um lageangepasste Konzepte umsetzen zu können. Was passiert? Diese Landesregierung präsentiert sich als Bremsklotz und Verhinderer einer verantwortungsvollen Krisenpolitik, eines verantwortungsvollen Krisenmanagements. Und Herr Ministerpräsident, so geht Bildungsgerechtigkeit nicht. Noch am Mittwoch echauffiert sich die Schulministerin über die Vorschläge der Leopoldina als völlig untauglich, um dann am Freitag endlich doch vom Ministerpräsidenten korrigiert zu werden. Man möchte allerdings sagen, ein wenig zu spät. Denn der Frust in den Schulen ist groß, die Verunsicherung ist groß und auch der Vertrauensverlust in das Handeln dieser Landesregierung ist immens. Und die dazugehörige Schulmail, wen überrascht es eigentlich noch ernsthaft mit der Ankündigung, dass die Aufhebung der Präsenzpflicht ab Montag gilt? Diese Schulmail kam wie immer Freitag und das nach Dienstschluss und war erst dann im Posteingang der Schulleitungen. Ihr Kommunikationschaos der letzten Wochen und Monate, Frau Ministerin, dieses Kommunikationschaos setzt sich leider nahtlos fort. Erst das sture Beharren auf Präsenz und jetzt fehlt es auch wieder an klaren Leitlinien. Eltern sind verunsichert, Lehrerinnen und Lehrer sind überfordert, weil das Schulministerium jede Vorbereitung für diese Situation seit Monaten verhindert hat. Und für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer wäre es gut, wenn Sie mittlerweile wenigstens klargestellt hätten, dass in dieser Woche keine Klassenarbeiten mehr geschrieben werden. Die Belastungen für junge Menschen in dieser Pandemie sind doch ohnehin schon hoch. Schaffen Sie jetzt Klarheit und das auch über den 10. Januar hinaus. Setzen Sie Schülerinnen und Schüler nicht zusätzlichem Druck und zusätzlicher Verunsicherung aus. Jetzt ist eingetreten, wovor Fachleute und eben nicht nur die Opposition, wovor Fachleute seit Monaten warnen. Wer keinen Plan B hat, Frau Ministerin Gebauer, wer keinen Plan B hat, stürzt die Schulen ins Chaos. Das ist spätestens gestern vollumfänglich durchgeschlagen. Der stürzt die Schulen ins Chaos und alle Beteiligten in Verwirrung und Frustration. Und die vierte Ferienzeit in der Pandemie darf jetzt nicht wieder ungenutzt verstreichen. Nicht zuletzt müssen wieder Perspektiven und es muss auch Ruhe im System Einzug halten. Was kann unter Corona-Bedingungen eigentlich in diesem Schuljahr noch erbracht werden? Was muss gegebenenfalls rechtssicher angepasst werden? Diese Fragen müssen beantwortet werden. Sie können diese Fragen nicht weiter auf die lange Bank schieben und Sie können sich auch nicht weiter vor diesen Fragen wegducken. Dieses Schuljahr ist ein Schuljahr unter Pandemiebedingungen. Und außer der Schulministerin hat das in Nordrhein-Westfalen mittlerweile auch jeder verstanden. Und der Ministerpräsident muss sich fragen, ob diese Ministerin noch die richtige Besetzung für diese Aufgabe ist. Aber auch Eltern,
Auch Eltern brauchen Verlässlichkeit. Und wie sollen diese Eltern jetzt mit der Ansage vom Familienminister Stamm umgehen, dass die Kitas zwar grundsätzlich offen sind, Eltern aber dringend aufgefordert werden, ihre Kinder nicht zu bringen? So wälzt man Verantwortung ab. So können Sie, Herr Stamm, natürlich Ihre Bildungs- und Betreuungsgarantie aufrechterhalten. Ja, allerdings ist das eine Politik nach dem Motto, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Sie schieben die Verantwortung ab auf die Eltern, Sie schieben die Verantwortung ab auf die Familien. Und die Belastung für Familien und Kinder, die waren im Frühjahr schon groß. Und die politische Prioritätensetzung war zum Teil falsch. Mittlerweile herrscht darüber auch ein großes Maß an Einigkeit. Und daher unterstützen wir ja die von uns lange eingeforderte Verschiebung des Fokus auf Kinder, Jugendliche und Familien. Aber jetzt ein vollmundiges und ehrlich gesagt, Herr Minister Stamm, völlig voreiliges Versprechen. Mit mir wird es keine Kitaschließungen mehr geben, auf die Eltern abzuwälzen. Und das tun Sie mit dieser Politik, mit Ihrer Ansage von, ich schließe keine Kitas, aber bitte bringen Sie die Kinder nicht. Damit wälzen Sie Ihr Versprechen von Bildungs- und Betreuungsgarantie auf die Eltern ab. Und das ist kein Beitrag zu verlässlicher Familienpolitik. Das ist das Gegenteil von verlässlicher Familienpolitik in der Krise. Und damit verunsichern Sie die Familien in diesem Land einmal mehr. Schlimmer noch, das hat ja auch ganz praktische Auswirkungen auf die Familien. Nach den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes erhalten Eltern in Nordrhein-Westfalen nämlich aktuell keine Lohnersatzleistung, wenn sie ihre Kinder zu Hause betreuen, weil dafür die Voraussetzung wäre, dass Kitas offiziell geschlossen sind. Das heißt, Eltern in diesem Land sind jetzt gleich zweimal betroffen. Sie werden von dieser Landesregierung einfach mit ihren Betreuungsproblemen alleine gelassen. Und ich glaube, bei vielen Eltern sind nicht nur die Urlaubstage oder die Kinderkrankentage am Ende, sondern ich glaube, bei vielen Eltern und vielen Familien ist auch die Geduld mit einer Politik am Ende, in der Gesichtswahrung am Ende ganz offensichtlich über den Interessen von Kindern, Jugendlichen und Familien steht. Und sehr geehrte Damen und Herren, zu einer ehrlichen Kommunikation gehört auch, dass es zwar Hoffnung durch den Impfstoff gibt, dass wir uns aber damit vertraut machen müssen, dass wir bis weit ins nächste Jahr mit dem Virus werden leben müssen. Das bisherige Durchgewurschtel der Landesregierung muss aber ein Ende haben. Ihre Landesregierung, Herr Ministerpräsident, muss nach 10 Monaten endlich eine abgestimmte Krisenstrategie vorlegen. Allerdings scheint davon ja auch weiterhin nicht so wirklich eine Spur zu sein. Lockerungen und notwendige Perspektiven müssen klar an das Infektionsgeschehen gekoppelt sein, nicht an willkürliche Daten. Und wir können es auch nicht an Weihnachten und andere Hoffnungen koppeln, sondern wir müssen diese Perspektiven klar an das Infektionsgeschehen koppeln. Und Sie müssen die Weihnachtsferien jetzt zur Erarbeitung eines Stufenplans nutzen, der maßnahmenabhängig von Werten 35, 50, 100, 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern vorsieht. Und wir brauchen auch endlich eine Hotspot-Strategie für die Städte mit Inzidenzwerten von über 200 Neuinfektionen, wie sie zum wiederholten Male von der Ministerpräsidentinnen- und Präsidentenkonferenz jetzt im Beschluss eingefordert wurde. Und dazu gehört auch, und das sagen wir jetzt auch seit geraumer Zeit, dazu gehört auch, dass man nicht nur die Kommunen, sondern auch den kreisangehörigen Raum in den Blick nehmen muss, denn dort ergeben sich teilweise große Diskrepanzen. Auch das muss Teil einer Hotspot-Strategie sein. Die betroffenen Kommunen brauchen jetzt endlich einen klaren Handlungsrahmen. Diese Landesregierung darf die Kommunen nicht länger im Regen stehen lassen. Aktuell müssen wir die Lage insgesamt unter Kontrolle bringen. Da sind wir uns alle einig, das tragen wir alle mit. Diese Landesregierung muss allerdings sich verabschieden von dieser Pandemie-Ping-Pong. Von diesem Pandemie-Ping-Pong, mit dem werden wir nicht durch diese Krise kommen. Der aktuelle Fokus muss natürlich vor allem auch auf den vulnerablen Gruppen liegen und in den Alten- und Pflegeeinrichtungen wie in den Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Wir müssen dort die vulnerablen Gruppen besser schützen. Das bedeutet, die Tests müssen in diesen Einrichtungen auch durchgeführt werden. Wir brauchen zusätzliche Schutzmaßnahmen. Masken müssen dort tatsächlich auch ankommen. Und das gilt im Übrigen auch für den Bereich der ambulanten und häuslichen Pflege. Und es muss unser oberstes Ziel sein und oberste Priorität, das Gesundheitssystem am Laufen zu halten. Wir müssen eine Überlastung verhindern. Und dazu muss es auch eine landesseitige Steuerung im Bereich der Intensivkapazitäten geben. Sie müssen das Gesundheitssystem jetzt tatsächlich auch landesseitig stärker unterstützen.
Vorausschauend handeln bedeutet aber auch jetzt, sich jetzt schon den Weg aus der Krise zu überlegen. Den müssen wir jetzt miteinander gestalten. Und angesichts der drohenden Rezession braucht es gezielte öffentliche Investitionen in eine nachhaltige öffentliche Infrastruktur. Das bedeutet aber eben gerade nicht ein Zurück auf vor der Krise, denn auch vorher war nicht alles gut. Diese Krise zeigt, wie viel Solidarität in dieser Gesellschaft steckt, aber sie zeigt eben auch, wie fragil die soziale Infrastruktur in diesem Land ist. Und was passiert, wenn man den öffentlichen Gesundheitsdienst fast kaputt spart und wenn man außer Applaus für die Fachkräfte in der Pflege schon vor der Krise nichts übrig hatte? Das zeigt sich jetzt. Das zeigt sich in dieser akuten Krise. Und wir müssen jetzt die soziale Infrastruktur krisenfest gestalten. Nachhaltig aus der Krise muss auch heißen, dass am Ende aber eben nicht die Ärmsten und die Schwächsten die Zeche zahlen. Und diese Landesregierung muss endlich aus dem Notfallmodus in den Perspektivmodus umschalten. Sie dürfen sich nicht weiter ständig in Ad-hoc-Maßnahmen verheddern. Sie müssen jetzt Perspektiven aufzeigen und sie müssen Perspektiven auch für die Zeit nach der Krise aufzeigen. Denn die Akzeptanz der Maßnahmen und die Solidarität der Bevölkerung in dieser Krise, das ist das größte Kapital, was wir als Gesellschaft in der aktuellen Situation haben. Aber die Politik ist in der Verantwortung, einen verlässlichen Rahmen zu liefern. Sie ist in der Verantwortung, Perspektiven zu liefern. Wir sollten dieses Kapital, was wir haben, in der Solidarität und im Zusammenhalt der Gesellschaft nicht verspielen. Denn dann können wir als Gesellschaft auch gestärkt aus dieser Krise kommen. Herzlichen Dank.